Okay. Alle gerade in mir gespannt. So. Was steht heute an? Und wir haben beim letzten Mal das Fließband gebaut. Hier wird fleißig abgebaut. Und wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen Metall brauchen. Und die wir müssen erstmal einen Generator bauen, damit das funktionieren kann. Dann können wir hier das Laufband in Gang bringen. Das läuft darauf hinaus. Elektrolyse und Metallbarren. Ich frage mich gerade, ob das macht vielleicht so oder sind, dass wir vielleicht eher so bald mal umziehen hier. Ich sehe schon gerade, wenn das andere Lager wirklich größer und da sind die Mauern nicht im Weg und so, dass wir hier mal irgendwie einen Lagerabbruch machen und woanders uns was Neues aufbauen. Wenn da ganz oben können wir es noch nicht, das ist wirklich da. Da können wir noch nicht rein. Die Eisrüstung haben wir auch noch nicht repariert. Wir können ja erstmal noch in andere Gegenden. Vielleicht tun wir aber relativ weit oben. Autos nicht ganz so brutal vor sich geht, können wir mal die Hand hier abbrechen und da vielleicht irgendwann mal eine tollere Hütte aufzubauen. Was braucht es denn noch mal, um die zu reparieren? Braucht man Eisdinger? Am Eisgebiet werde ich auch bestimmt keine Hütte bauen. Eisdrüse und Metallbarren. Dabei ich halt erstmal das hitzeresistente Ding. Hier waren wir auch lange nicht mehr. Erstmal die Trim-Halsband, wenn wir das nicht im Team haben. Falls wir es mal ins Team nehmen wollen. Insofern wir das noch nicht haben. Nicht umgedreht, sondern das, was wir schon mal gemacht haben, aber Jung. Ich würde mal vorsichtig versuchen, mich hier breit zu machen. Das war da mal. Neues Haus aufbauen können. Vielleicht schon mal in dem Gebiet, wo es viel Eisen gibt, viel Materialien gibt. Vielleicht nicht direkt neben dem Boss Arena, wo von jedem mal befallen werden.
bis zum Moment so haben wir keine mehr. Die haben wir durch mit einem Kampf mal verschenkt. In der Richtung. Hier sehe ich doch schon mehrere Metalle. Erstmal das Ei mitnehmen. Sehr möglich hier. Ja. Ein bisschen für nur das Naturschutzgebiet und pflanzen uns dort dann ein. Einfach einen Parkplatz drauf bauen. Das kommt mir jetzt einfach irgendwo. Das war, als wären wir schon gewesen. Dann sind wir doch am Kugelberg hochgerannt. Noch ein Ei. Eieiei. Ich hoffe, wir kriegen noch die Materialien alle wieder und dass wir dann nur ein neues Lager aufbauen. Dass wir dann das Fließband wieder aufbauen können und so. Wir hätten doch schon mehrere hübsche Orte wie so eine Kathedrale oder so gefunden, dass wir da mal so eine Küchenruine oder so. Vielleicht können wir da mal wieder was machen. Vielleicht hat eine große freie Fläche. Nicht hier so ein Gebirge. Ach, das wollte ich fangen, dann ist ein Mist. Wo ich eine schöne grüne Einöde. Die neigen noch am Schneegebiet dran ist, dass ich beruhigen werde.
mal, da ist doch eine Statue. Nur in die andere Richtung. Das sieht doch schon schön aus. Mit dem, da brauchen wir natürlich eine Statue gleich in der Nähe. Das Zeug transportieren können. Wie wäre es denn hier? Scheide mit dem Schneegipfel. Na, na gut, Adresse. Ich sind hier die Gegner auch ziemlich wild. Eigentlich soll man den Camp hat, greifen wir nicht direkt an. Also. Zum Glück Übung für die Preis. Muss man ein bisschen aufpassen, dass ich rechtzeitig einen Ball werfe. Das wäre. What the fuck? Oh. Ja, 5%. Das wird nix. Jetzt starten wir mit einem einfachen Ball zu schaffen. Jetzt sollten wir uns doch einen friedlicheren Ort aussuchen. Bisschen weiter unten hier. Am Strand. Ja, das war ins Lager zurück. Ich komme von hier und von der Mitte. Da so. Irgendwo eine große Freifläche finden. Soll ich mal angemessen so ein bisschen. Deswegen vielleicht nicht unbedingt in, wie ich gesagt habe, in der Ruine oder so. Das springt dann wieder ein. Und ich diese Burg schon ziemlich geliebt habe. Das war schon. Sehr gute Position. Vielleicht finden wir hier noch einen Schnellreisepunkt. Bisschen weiter in die Richtung. Yeah.
Na komm. War doch nicht schlecht. Mann, kommt hier rein. Nice. Kopfen. Nice Ball gefangen. No. Oh. Gefährlich hier. Ist das doch noch keine so gute Idee. Ich muss jetzt irgendwo friedlich mal suchen. Ja, prinzipiell in diese Richtung. Ja. Eine Pal zum Lesen. Camp wahrscheinlich. Müssen wir nicht mal ausprobieren. Wer ist denn hier? Hier sehe ich auch ein Wildererlager. Da kriegen wir Munitionsnachschub. Hier sehe ich Metalle. Ein bisschen Herausforderung bei den wilden Pals außer des Lagers. Das finde ich auch nicht verkehrt. Das Gebiet sieht das aus. Auf der Karte interessant aus. Das sind wahrscheinlich die Bäumchen hier. Der Pfahlfreunde gibt's hier. So, warte mit Pfeilen. Aha. Dann führt der Weg hoch. Wird das nicht ein lauschiges Plätzchen? Zwischen zwei Bergen mit Weg hier hoch.
Der Weg führt langsam oder sicher zum Gebirge. Kriegt man dann auch hoch. Why not? Entfernen wir mal die Pfahlfreunde. Metall geht's ja hoch. Überfälle von Pfahlfreunden werden auch ganz lustig. Oha. Ich weiß noch, das Lager verteidigen. So gut ist hier doch gar nicht. Der Vogel. Hab ich von oben gar nicht gesehen. Nichts gerade bauen. Und eher dort unten machen. Tomatensamen. Abgeschossen. Erstmal den Bereich clearen. Guck mal, da ist eine Statue. Jetzt mir die Ebene. Das ist eine Schnellreise, kommt gar nicht mal so weit weg. Oh. Gefährlich hier. Also mir reizt es mich hier zu bauen. Alle. Schreibt mir noch ein Schmissbettchen. Wird jetzt Zeit, dass wir langsam vorausblicken. Können wir das Lager abbrechen? Und wird jemand neues bauen oder? Das hier, ich glaube ja. Das
Begrüßungskomitee. Pfeile gibt es hier. Und nix. Not have, ja, Armbrust ist nur gut. Ja, hier unten hatten wir. Uff. Jetzt muss ich jetzt Holz her. Und der Hacker. So. Stellen wir mal hier. Zum Beispiel hier. Da haben wir zwei Lager gebaut. Scheint mir so. Ich dachte, das wäre nicht möglich. Umso besser. Schön. Funktioniert. Und haben wir auch auf Lagermaterial zu? Auf, wahrscheinlich nicht. Dann will ich das doch machen und hier neues Lager aufbauen. Lage Nummer 2. Mal sowas wie das Fließband drüben abbauen und hierher bringen. Wenn das funktioniert. Nice. Ich habe noch nicht ein Update, vielleicht haben sie es damit. Das ist einfach ein Bug, der jetzt hier verflutet. Ich meine, mir schwebt auch einiges in Luft, dass das Spiel jetzt damit geworfen habe. Das kann ich laufen, wie ich.
bin gerade ein bisschen verwirrt, ob das so soll. Ist klar, dass zu viel mit mir immer rumschleppen. Dauert jetzt eine Ewigkeit, bis du schnell bei sich bist. Das wäre mal eine Idee. Und dann weiter und weiteres, aufgerüsteteres, moderneres. Lange zu machen. Und so mit Fließband und der ganzen Technik belasten wir das hier bei den Sachen, die hier schon sind. Und da drüben wahrscheinlich auch neue Paras reinsetzen. Oder nicht? Mal schauen. Wird auch ein ganz guter Mut. Ein Fließband. Schön, schön. Ach, shit, Mann. Wollte ich fangen. Was ist neues fürs Lager? Cool, ich kann hier neue Brücken einsortieren. Die viel können. Besten hin. Und die gießen können. Und der kann gießen, arbeiten. Die Tür war mir ganz hilfreich. Jetzt lange braucht dritte Depression. Hier wird schon abgeholzt. Feuerpal, was auch ein bisschen schneller arbeitet als ein Spax. Versuch's mal mit dem hier.
Ne, kann man später mal noch, aber pack mal hier. Machen wir hier erst noch ein paar Leute rein. Und zum Abbauen bräuchten wir noch. Kann zwar nicht viel, aber ja, wir dürfen dann ziehen. Ja, Elektropfahl brauchen wir bestimmt. Bauen wir Betten. Irgendwo am Rand, damit wir hier nicht das Baugebiet zu bauen. Ich hab nicht mehr genug. Holz haben sie ja schon abgebaut. Ups. Ich sollte da nicht stehen. Ein Material. Nicht mehr laufen. Holz scheint es hier genug zu geben. Ich pflanze hier erstmal einfach wild, wie es ausschaut. Wenn man mal einen Meter weg geht, könnt ihr euch Betten bauen. Und erstmal hier zum Schlafen legen, Hauptsache. Und die drin ist noch wach. Fasern. Wir können so viel nicht schleppen. So viel Holz, zu wenig Fasern. Das Geld. Hm.
Hasen. So sieht ein Bäumer. Den Axt mehr. Na toll. Überfall bei Nacht. Fantastisch. Egal. Gib hin. Au. Und ich bin noch. Ich komme hier nicht mehr weg. Puh. Ich brauche für drüben ein paar Fasern. Einfach ein Pick drauf. Was hier passiert? Sinnefasern. Übungsfibeln, die müssen also irgendwas noch gut sein. Wenn ich nochmal damit die Preise verbessern. Oh, in der Welt im Mund zu, nehme ich gern. Müsste mich auch mal wieder gucken, ob es hier irgendwo eine Kiste liegt. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich ein Bug hier. Es fehlt mir das Holz, ist klar. Wir müssen hier so schnell wie möglich ein Beet bauen, damit sie sich selbst versorgen können. Auf der Kiste. Die Kiste war hier drüben. Nee, war sie nicht. Ein bisschen an den Ort finden. Ich lebe auch noch mit mir rum, das Ding. Ich muss noch irgendwann wieder finden.
Zeit. Ich will die alle halbwegs in der richtigen Reihenfolge kriegen. In halbwegs Ordnung. Kreuz und quer rumstehen. Das tun sie jetzt trotzdem, aber sind doch schon mal 10. Ich brauche Fasern. Kann ich hier vielleicht schon mal das lebenswichtige Grünbeet hinpflanzen? Den Beerensamen. Beerensamen gibt es doch hier einige. Stein haben wir hier bestimmt auch. Ein bisschen Ordnung am Lager hier. Holz haben wir sehr viel da und so ist nicht mehr drin. Nicht mehr so viel, weil wir das hingelegt haben. Stein aufbauen. Stein ist hier drüben. Das sollte hier drüben beim Schlafrecht stehen. Wird ausgesät. Ist schon gut, das funktioniert jetzt hier. Verbesserung funktioniert auch super. Na dann, die Ernte wird auch klappen. Lagerfeuer darf nicht fehlen. Es wird zu kalt. Mit direkt beim Futter.
Witz und Kreislauf, das dürfte nicht das Problem sein. Steinbruch will ich dann hier bauen. Gebaut wird ja auch sehr blitzschnell. Sehr schön. Fanggeschick wieder erhöht. So ein Wirbel zur Entspannung muss auch noch her. Preise brauchen wir dafür. Und Holz. Das war ja klar. Bin gefangen. Hilft nehmen. Immer noch zu viel. So machen wir's. Bruchstück Stein mit Zier, ein paar Saft. Brauche ich noch zwei mehr. Okay. Von der Kiste gesteckt.
Sehr schön. Ausgehungert Chefarzt. Und dann noch nicht genug Palium-Bruchstücke. Brutal. Drüben sind noch welche. Dauert noch ein Jahrzehnt, bis ich da drüben bin. Um die jetzt wegzuschmeißen. Ich sehe schon. Es funktioniert. Beeren werden gesammelt. Und gut, direkt im Wasser. Basic Zug ist abgedeckt. Bisschen Licht machen. Gerade hier am Eingang. Nicht genug Material. Okay, die können das Lager verteidigen. Sehr gut. Okay, Steinholz und ein paar Bruchstücke. Holz. Auch wieder eine Axt. Ich muss mir die Spitzhacke abbauen. Erstaunlicherweise möglich.
Okay, da muss ich jetzt mal gut drüben kommen. Level 3. Ach so, das Level 3 ist unser. Irgendwie schaffen es die abzuschrecken. Von Steinbauwerken haben wir noch nicht so viel freigeschaltet. Steinbauset, ja, das bräuchten wir. Vielleicht noch irgendwo mal einen Technologiepunkt. Und neues Holz. Werkbank brauchen wir hier gar nicht hinzustellen eigentlich. Oh, das Pass für den Fließbandwerk, das gilt jetzt nicht mehr. Uff, weil wir es hier haben. Doch ein Bug. Müssen wir es jetzt zusätzlich sehen. Muss doch wieder rüber schaffen. Und ich brauche mehr Betten. Holz. Dann öffne ich die Totreihe. Wir gehen alle mal. Kommt mit Nummer 14. Kann ich auch nicht mehr lange. Schon mal 16. Sehr schön. Das wird dann auch mal pennen gehen. Nachdem ich das Fließband wieder abgebaut habe. Die Premiums. Nicht drüben hinpacken kann. Dann muss es halt hier sein. Ich will einen Schein.
Schau, ob ich da überhaupt wieder hinkomme. Sitze ich dann neben dem Stall stehen. Wenn das mit den zwei Lagern funktioniert, muss ich da dann ich dann dort meine Hütte hinbauen. Hier frei gewonnenen Platz. Kann neue Sachen benutzen. Das ist doch klar. Ja, war das kein Preis für ein Fließband oder? Das ist ein Fließbandwerk und ich baue die ganze Zeit. Oh Gott. Nein. Sag mir nicht, ich habe das Falsche. Preis für ein Fließbandwerk. Das richtige. Das Preis für ein Fließbandwerk haben wir noch gar nicht. Wie. Benötigt man Preis, die man wieso haben wir das nicht in der Werkbank? Ich muss gerade mal gucken.
Muss ja ein Baummenü sein. Verwirrt. Ich habe es ja schon freigeschaltet. Warum bist du kein Preis für ein Riesenwerk? Ich bin verwirrt. Wieder ein paar Pal-Sphären herstellen. Das ist jetzt aber merkwürdig. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir das noch irgendwann. Sieht so aus, als würde der MA und diesmal direkt arbeiten. Ich hab keine Ahnung. Was für ein bisschen ein Werk. Haben wir es doch. Jetzt haben wir es falsch gebaut oder was? Das Richtige können wir bauen. Hier ist es. Ich glaube, das hatten wir schon gebaut, aber. Ist beim Umbau was schief gegangen. Eine Beere wird helfen. Muss man die Eier zum Brüten geben. Ich glaube, das hat man noch gar nicht dastehen. Das hat man immer nur das normale Fließbandwerk. Weil ich einfach zu schränkend dafür war.
begreifen, das richtig hinzukommen. Dann wäre es wahrscheinlich auch drüben gegangen, im anderen Camp, aber was soll's. So eine gute Idee, das da drüben als Hauscamp zu benutzen und hier die Main Sachen hinzustellen. Mal schauen, vielleicht bauen wir es irgendwann später noch um. Bin halt einfach blöd. Vielleicht haben wir das auch mal hingekriegt. Im letzten Minuten kommen sie noch alle mit dazu. Ich auf einmal wieder null. Hier wird auch nicht 50 abgebaut, ich weiß es auch nicht. Muss wahrscheinlich weiterhin. Muss ich selber machen. Möchte ich nur die Punkte kriege ich nicht deutlich das nächste tun. Muss man da gucken gehen. Oha. Ein neues Mal. Wow. Und da nichts Großes rauskommt. Gegrillte Beeren. Oh, 500 Stück. Mal wieder ein bisschen füttern. So, Metall abbauen. Möchte ich doch prüfen. Das muss so, dass die Mittel friesen, oder? Ja. Kleiner Bug am Rande. Ah, da oben direkt. Einsammeln können sie es, glaube ich, noch nicht, die Bären. Doch ein bisschen was haben sie ja schon. Ja. Ich denke mal ein bisschen. Wo sind die Kisten? Kannst du
verteidigt das Lager. Autsch. Ich hole hier mal ein paar Kisten hin. Noch mal was gelagert werden. Honig. So, Metall. Ich werde mal den Generator bauen können. Ich mal versuchen, ob wir das hier machen können. Wahrscheinlich nicht. Ah, hier liegt viel Holz. Bitte mal ein bisschen weniger Kunden. Dafür bauen wir aber die Grundlage zukünftiges Abonnenten aus. Im Außenlager. Zweigstelle. Mal auf 35 Meter bauen. Nimmt sich richtig. Wir sind gleich Level 30. In dem Level ab gibt es dann bestimmt auch nochmal einen Technologie-Punkt. Ich schleppe zu viel, natürlich. Dann müssen wir mal hier zu kurz zugucken. Geht hier schnell bei dem. Und sonst so.
vielleicht weitergearbeitet werden. Ich werde die Waffe verstärken. Die Abbauwaffe. Okay, mit der Arbeit genügt. Die wird abbauen. Metall einfach hier hinpacken. Wir können hier noch Metallbahn rein. Oh, 50 Metallbahn. Und ich habe noch mehr. Nein, mehr. Nur zwei Elektrodüsen. Erstmal schlafen gehen. So, wo ist noch ein Elektropal, das war. Für seine Drüsen abschlachten. Okay, die andere Rüstung wird woanders abgelegt oder verloren. Das Lager vielleicht heute noch aufleveln. Also beide. Das wäre nicht schlecht. Nichts gemacht werden, dann würde ich mal vom anderen Lager aus Elektropalsuche gehen. Und wir haben wieder 10 Schuss. Ein Pfund. Wir hatten vorher 11. Okay. Ich würde mal sagen, ich mache aber eine kurze Pause und danach geht es noch ein bisschen weiter. Ein Stündchen oder so. Kurze Pause, bis gleich. Dumm sind wir eigentlich. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder?
gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus. Ausgerechnet die beiden. Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren. Du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sie am Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich oh nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Sorry. Ja, natürlich. Ja. Die Synchronisation. Ein bisschen der Feingefühl in der Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Synchronsprecher spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Bin ich in Hogwarts drin? Oh, das ist der. Das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssieger, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus.
Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin, oder was? Fast kopflose Nick. Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Bis draußen ist dann stand. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet. Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na toll. Hat jemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann? Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich habe schon Fleisch auf Brust gekriegt. Nein, da müssen wir unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Allen was. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein. Mit Nick. Weltstück. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt. Willst du dein Kind nicht wehtun? Mami! Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Als Maul. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Dann gib dir. Mutter zeigt mit ihrer Tochter. Los, komm. Als Maularsch. Als Maularschgesicht. Willst du es kommen? Geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Ja, heul doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Haben sie in der Zeitmaschine verpflanzt. Yep. Fantastisch. Ich bin froh, dass
das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ich hab die hergelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben dich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Morty. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Bist du alter Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Was sind weggetackelt und dann von hinten? Ja. Ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboy-Hüte. Oh. Oh nein. Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboy-Hüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh. Nein! Ja! Ich hab neue Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht! Morty, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja, sofort. What has he done? Flame is good. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein. Ist ein Free to play Game. Das haben wir ein bisschen neue Optionen zu überladen. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. So, na dann. Mein Charakter ist mal wieder hungrig. Mäßig, ob wir den Honig essen sollen. Brauchen wir bestimmt für irgendwelche Zutaten. Hier wieder rein tun. Ist nicht mehr bedient. So, Elektropaljagd. Das ist von der Spinne komplett abschmiert. Muss doch irgendwo irgendwann eins geben. Uh-oh. Und da kommt ja noch zu Hilfe. Wait.
Das hätte schon klappen können. Ich hätte es fangen können. Sehr ineffektiv. Nein, der Speer ist fast kaputt. Elektropals hier. Das ist schade. Schießpulverflüge haben wir auch noch nicht gesehen. Gibt es hier diese Tukan, Papagei, keine Ahnung. Und den Flügelpals. Die Schießpulver geben. Shit, wie will ich fangen? Ich bin schon wieder tot. Dem nächsten an. Ja. Explosiv. Der bricht einen Button, funktioniert immer nicht so ganz. Na ja, doch, funktioniert. Und Pistolennutzung. Auf dem Elektropal sind sie keine Sekundenspur. Jetzt die größte Maus-Show. Vielleicht findet man da noch was. Ach shit, bin nun weg. Einfach abwehren hier. Ist dann goldenen Dreiball gerufen. Ach verdammt!
wäre so geil. Bewerb. Sehr schön. Ja, Ausdauer würde ich mal geben. Oh, 8 Technologiepunkte. Das hat was gemacht. Als allererstes. Allererstes. Ein Teilbau-Set ist auch cool. Und beides machen, glaube ich. Steinbau-Set. Ein komfortables Bett. Dafür reicht es beides nicht mehr. Ein Teilbau-Set ist schon sexy. War schon Badewanne. Das können wir vernünftig bauen. Wenn es Nacht wird, würde ich mal sagen, in die Richtung noch, vielleicht nur unseren Schnellreisepunkt. Ich habe da was flackern sehen. Was Orangenes. Wenn ich kaum mehr sehe, wo ich lang laufe. Ist gerade. Das muss doch hier irgendwo genau vor mir. Was doch die Schnellreisesäule. Sehr schön. Da steht noch mein Bett. Da muss ich hier erstmal hin zurück. Können wir so ein komfortables Bett machen. Ich würde auch warten, bis das komfortable Bett da ist, dass das dann dort drüben ist. Ich sage genug Schlafe. Metallfundament. Hübsch sieht das nicht aus, aber sieht gekonnt aus, sag ich mal so. Da brauche ich Metallbahn für. Ah, aber je massiver ist nur ein.
pure Metallbahnverschwendung, aber ich meine, wir haben jetzt hier einen großen Klotz. Erstmal machen wir, bevor wir bauen mit Metall, machen wir hier. Elektropal suchen. Wo könnte es da welche geben? Es gab hier irgendwo einen Elektroboss. Mit seiner nächsten Nähe vielleicht. Beacon heißt hier einer. In die Richtung müssen wir sowieso noch mal gucken. Vielleicht hier. Jetzt, soweit ich weiß, ich habe ein bisschen gespoilert mich. Satzbaum. Ich weiß, dass es hier noch eine andere Insel gibt, noch so eine Vulkaninsel. Die können wir uns nochmal angucken. Ich tue mal da nicht auf der Vulkaninsel selber. Weg dorthin. Ein Elektropal. Man weiß nie. Auf jeden Fall in diese Richtung. Ich habe auch wieder ein wilderer Camp. Geht gerade heftig. Ich meine, das Team auf dem ist sowieso komplett verrückt. Weiß auch nicht, woran das liegt. Ihr seid einfach Datenübertragung in Deutschland. Zwei Technologien brauchen wir dafür. Okay. Und da gehen wir noch ein. Oha, ein Flammenwerfer. Nope, nicht getroffen. Sehen auch nicht. Ach, die Hoffnung, den zu erschießen. Stark für mich. Ein neuer Anstiegspunkt. Auch nicht schlecht. In diese Richtung sind wir schon gegangen. Das kommt bekannt vor. Hier zur Rauchsäule hin. Vielleicht kriege ich den ja doch noch. Oh, er lebt noch. Ach du Scheiße, das ist ein ganz großer. Raketenwerfer. Ein Flammenwerfer, die würde ich ganz gerne mal erlegen.
wäre ein Achievement. In dem Spiel aber. Shit, nicht getroffen. Na, er lebt noch. Machen alle. Machen alle. Karl. Shit. Sehr schön. Stimmt wieder Munition, schade. So gut wie tot. Wildere Unterdrücker. Vielleicht kann ich die ablenken. Den Pal. Reinrennen und das, was hier gefangen wurde, befreien. Hat hier gut geklappt. Die Ablenkung. Frisst mein Drachen. Schild. Keine Munition mehr. Was mache ich? Oh, cool. Da geht er da rum. Ein Paar-Einsatz. Wird das hier doch was? Schade, kann ich nicht rein. Gut, bauen kann ich auch nichts. Sehr schade. Nächstes Lager. Da bin ich früher noch nicht auf die Idee gekommen, ein Preis einzusetzen. Kämpft mit dem Bild immer. Ja, ich sag dir. Dumm bin ich. Von Drachenlauf drauf loslassen. So muss das. Nicht ein Elektropal. Natürlich. Ace-Drüse. Ah nein. Das ist ein Ace-Pal. Ace-Drüse genau aufgebrochen.
Nicht schlecht. Ich hab noch jemand nicht. Munition. Tja. So viel zu Elektropals. Ne, müssen wir eins von unseren abschlachten. Ist auch eine Möglichkeit. Schnellreisepunkt. Und hier ist die Map natürlich noch nicht zu Ende. Geht's noch ein bisschen weiter. Sollten wir auch hier gucken. Hier sind wir mal wieder in einem grünen Level. Weil wir davon schon 10 voll haben. Das ist das der erste Pal. Das erste Tanzi, was wir fangen. Muss doch irgendwo Elektropals geben. Ich bin Katvias hier. Aber wo ist das? Vier Elektrolysen haben wir jetzt schon. Wie viele brauchen wir? Da brauchen wir ein bisschen mehr. Ein veränderes Momorest. Die Paar sind jetzt Level 29, Level 30. Bald könnten wir es mal versuchen. Das ist ein Baum. Ich hab jetzt 1 Meter Ausdauer.
Nummer 6. Oha. Ein Bärenbaum. Zu zerstören. So muss das doch hier. Da oben ist doch bestimmt wieder eine. Ich sehe hier zwei Infanterie-Statuetten. Bambusklammen. Da oben, das wird knapp. Der Waffenbuch war rauszusehen. Lifmuk, ich weiß auch. Ich frag mich auch, was die mit diesen Lifmuk haben. Das ist nicht so ein geiles Pal. Das ist irgendwie das Pikachu von Halbwurz. Oder wie ist das? Zwei Punkte, wo ich wo immer ich hier habe. Tretmine. Splittergranaten können wir bald machen. Und die nächste Waffe, hochwertige Metallaxt. Hochwertige Metallspitzhacke. Ich glaube, wir konnten schon Metallspitzhacken machen, aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Einzelschussgewehr haben wir hier bald. Oh, die nächste Waffe. Metallspeer. Können wir Bomben werfen. Splittergranate. Wir uns dann aber unter die Munition für. Das sah am Anfang so gut aus, dass das war so. Ja, irgendwann hast du hier eine vollautomatische Maschinenpistole und ballerst damit alle ab. Nö. Arsch. Die Munition musst du teuer verdienen. Und das ist eine richtige Burg, um auf dem Fels. Wollen wir die mal besuchen? Wenn wir können. Das ist noch ein Turm, der hier auf dem Map nicht verzeichnet ist. Vielleicht mal googeln müssen. Also, wie es echte Pals gibt. Oh, Schwefel. Das brauchen wir, um Munition herzustellen. Ganz wichtig. Das ist was Neues. Ich nehme mal mit. Ach, nein, nein.
mir was aus dem Inventar rauswerfen. Medizin. Zum 80 Schwefel. Irgendwas sagt mir, dass das nicht viel ist. Wenn wir hier irgendwo einen Schnellreisepunkt finden, können wir wiederkommen. Langsam Abend. Ich mal. Ja, dort auf die Insel rüber machen. Und dann geht's zum Boot rüber oder was auch immer das ist. Nicht ertrinken. Sehr steile Wand. Zum Glück vielen Vorsprung. Dachte ich mir. Die 8 Gigas werden aufgehoben. Dann haben wir immer noch Zement im Moment. Für die Nacht gewohnt. Irgendwo eine Schnellreise statt vor. Scheint Ende zu sein. Gerade drauf zu. Luftbaum wieder. Bin gespannt, was uns bei diesem großen Baum erwartet. Irgendwann mal dorthin kommen.
Spiels. Ich glaube, jetzt sind wir hier gleich im Vulkangebiet. Mal einen Schluck trinken. Trinken ist sehr wichtig. Und betend. Eins muss doch jetzt mal gucken, ob ich Schwefel habe. Das war hier. Schießpulver. Wir müssen erstmal Schießpulver herstellen. Das war, glaube ich, auch Schwefel. Und Kohle irgendwie. Schießpulver, Holzkohle und Schwefel. Sehr schön. Nehmen wir erstmal die 19. Was die tun. Ja. Auch von Steinen zu schleppen. Mitkommen. Zu zweit geht's gleich viel schneller. Mach mal weiter. Es läuft wohl hier auch nicht.
Ein bisschen Schwefel haben wir noch, weil ich dann noch Holzkohl dafür. Lässt sich wohl schwerer herstellen als Metall. Eins erstmal nur. Nur eine rettige Munition. Uff. Ob du mich verarschen willst. Feldholz. Durch meine Wand. Seht ihr was? Dann bin ich mal. Okay, weil ich dazu geredet. Bitte. Aha. Das gibt gleich 10 pro Runde oder. Ah ja. Das muss jetzt 200 mal gemacht werden. Sehr schön. Endlich abhauen. Mein Job hier. Mal schauen, ob da was passiert. Metallbaren 50. Ja, ich habe jetzt wieder Metallbaren verschenkt. Ja. Uff.
Wieso bin ich denn schon wieder beladen? Mit der Munition oder was? Ey, haben wir gefunden, möchten wir das erstmal ablegen. Sehr gut. Wieder leer. Wie geht's denn in so einem Feuerfall? Schneller. So, wo kriegen wir denn jetzt Elektropass? Zum Glück sind Elektropreis relativ gut über die Map verteilt. Ja. Bloß, dass ich nicht finde. Oh, beim Händler können wir die kaufen. Geld haben wir ja. Das löst es vielleicht. Irgendwo habe ich ja bestimmt noch ein paar Münzen liegen. Was zum Fick? Kleines Dorf dürfen wir kriegen.
kleine Dorf. Hier. Ich wusste gar nicht, dass wir schon so weit erkundet haben. Level 30 Minutes. Können wir auch bald umnieten. Elektrodüse. Sehr schön. War mir eine Freude, Geschäfte zu machen. Sehr schön. Jetzt muss ich Metall bauen. Das Projekt endlich abschließen. Ist gerade eins unserer Pals verbrannt. Ich frage mal nicht. Dann du vielleicht. Der ist mal hier stehen. Ey. Das gibt's ja nicht. Was zum Arbeiten schicken. Echt so eine Sache. Nicht. Dass mal einer bitte ein Feuer macht. Ja, du. Brutkasten. Bist du mich völlig verarschen willst. Na bitte. Das ist zwar langsam, aber immerhin. Schon wieder hungrig. Die Erz holen.
aber auch das Inventar der Ratten konnten wir auch hier fast das ganze Inventar mit die ganze Fels mitnehmen. Nächster Ding, wo du das mal machst. Würdest du mal weidet. Vielleicht die nächste. Nächste Fuhre. Fünf noch. Nächstes Ziel für heute abschließen. Das Ziel war eigentlich, ein Lager zu bauen, aber. Einfach können wir weiter Metall machen. So. Das müsste bereits reichen für Generator. Tesla-Spüle. Steckt dann regelmäßig der Blitz ein oder was? Keine Ahnung, ich kenne mich damit, wie funktioniert das Ding? Sind das vor allem hier im Lager? Bisschen spät in Nacht. Bis dann gleich alleine bin. Mal wieder eine Pinne gehen. Ja, komm. Hälfte mindestens geschafft. Wie gesagt, jetzt muss ich halt nach und die Minute schaffen.
Die Bauwerke werden auch immer umständlicher. Immer mehr Materialien, immer länger zu bauen. Das ist ja auch halt kein Holzschuppen mehr, was wir hier kräften. Fantastisch. Speicherkapazität. Also müssen wir Elektropa hier einstellen, wenn hingeht und das Ding. Ah, so läuft das. Waffenfließbandwerk, luxuriöse Heißquelle. Stufe 14. Samurai Pal ist nachtaktiv. Und 15 Eisen können wir schon mal die Grundplatte bauen im Lager. Brauchen wir jede Menge mehr Eisen, um das dann zu Ende zu bauen. Hoppla. Bin ich gerade hingerannt. Nochmal ein großer Flex hier mit ganz Haus, ganze Villa aus, aus Eisen. Ich mach da aber jetzt auch hier richtig ein großes Gelände draus. Das macht hier wirklich das Ganze. Wir müssen hier dumm ums Haus herum rumrennen. Gerade rennen sie durch. Nicht hilfreich. So weit kann ich dann doch nicht. Nicht genug Material. Guck mal, wenn ich das jetzt hier so schon baue, dann hat das doch schon deutlich größere Dimensionen. So ein anderes Haus. Kann ich da hier noch in die Richtung ein bisschen was, ist ja nicht quadratisch werden. Und krieg ich schon wieder. Ja.
Ja, hungrig. Oh, Schießpulver. Das sind die Schießpulvervögel. Das meinte ich hier. Schaut's euch an. Wen habe ich geredet? Ein bisschen was für mich übrig hier. Ach, ich habe hier welche im Inventar. Eisen ist noch nicht nachgewachsen. Dann sieht es so aus, als ob wir wahrscheinlich die nächsten. Jetzt müssen wir erstmal Eisen sammeln und dann mit so viel Eisen wie möglich neue Eisenhütte bauen. Oha, Krebser. Krebs-Nies hieß das, glaube ich. Interessant. Kann halt nicht. Das geht ja auch nicht voran. Sieht aber relativ wenig. Ja, wie auch immer. Das hätte ich gewonnen. Sehen wir uns das mal Stück für Stück zusammen. Sieht dann am Ende nicht hübsch aus, aber nicht schön, aber selten. Und wahrscheinlich wird dann hier so ein richtiger Baumclub draus. Nicht das Metall. Kann man versuchen, dann hier noch so ein bisschen Seitenflügel dann zu kriegen, aber das ist halt doch hier wieder. Das Klotzhaus. Das können wir noch richtig in Höhe spießen lassen. Mal schauen. Und der Anfang ist gesetzt. Na dann. Okay, ein Screenshot für Sunday. Da gibt es noch nicht wirklich was zu sehen. Wir müssen noch woanders. Müsste man hier von jedem. Von dem Gebiet, was wir hier erforscht haben.
Dann machen wir uns Screenshots. Oha. So, jetzt sind wir hier gekommen. Von der Ferne hat man das, das war, dass wir die Burg, die wir gesehen haben, die Jugendlichen. Ich wusste ja schon wohl. Da müssen wir auch mal nächstes Mal weitergehen. Metall sammeln. Für den Wohnungsbau. Kann man so sagen. Und hier mal die Vulkanbucht erkunden. Das ist doch hier eine schöne Aussicht. Fantastisch. Naturschutzgebiet haben wir noch nicht mehr gefunden. Ach, muss Schluss machen. Nicht mehr reden. Metall. Suchen wir lieber ein bisschen Metall in hier von den Camps. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch irgendwie zukommen. Dann hören wir mal in der Wildnis heute auf. Ich muss wirklich Schluss machen. Oh, ich finde kein Igel. Ja, so sieht's aus. Stoffbekleidung. Das ist noch ein Camp. Ja, wird noch interessant in den nächsten Streams. Wird nicht aufspannend zu werden. In Pralwood. Na dann.
Na dann, wenn das Spiel mal lädt. Den hübschen Titel ist. Hübschen Titel Screen. Würde ich mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch zum vielleicht letzten Stream von, ich kann es noch nicht versprechen, aber sieht schon sehr final aus. Letzter Stream von Resident Evil Revelations. Ja. Am Freitag spielen wir dann weiter mit Pilot. Und Samstag dann. Ich denke, mit Mori gemeinsam Borderlands 3 weiter. Wo es auch schon sehr final aussieht. Ja. Und wird spannend. Diese Woche. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt. Ab in die Endcard. Dann schauen wir noch, wo wir hinwählen können. So der Plan.